Yo Leute und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Vlog am Start aus Italien, Varazze. Ich war mal wieder in Varazze ein bisschen rumspacken, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will gar nicht viel rumlabern, viel Spaß mit dem Vlog. Et voilà. Ja, Tür geht auf. So ein krasser Magier. Stefano. Junge, was ist das denn für eine geile Glasnacht? Hier ist richtig viel Metall, guck mal. Nein, das sind keine Eisenbahnschienen, das sind Metallträger für ein Dach oder so. Das war mal irgendein Haus oder sowas. Ausgerissene Seiten aus einer Zeitung. Wie geil ist das denn? Kann man dann sehen, von wann das ist? Na gut, gehen wir weiter. Auf Entdeckungstour. Da vorne ist auch noch so ein verlassenes Gebäude. Die Frage, wie man da hinkommt. Das ist ein Klo. Ah, Alter, gönn dir. Junge, ist das räudig. Das war mal so ein Klo. Die sind hier immer so, einfach so Löcher, wo man reinscheißen muss. Das Waschbecken ist auch mega abgerannt. Da ist die eine Ecke schon abgebrochen. Na gut, gehen wir weiter. Alter, geil. Ich habe eine Krabbenschere gefunden. Ich habe immer das richtig krass gefunden, weil Ion hat in Griechenland, wir haben immer Krabbenscheren gefunden. Junge, ich habe einfach selber jetzt so eine geile Krabbenschere. Wie geil. Nice, oder? Wir fahren gerade nach oben in unsere richtig geile Ferienwohnung. Ja, yeah, alles klar. Jungs, Servus, Leute. Heute machen wir wieder einen Abendausflug. Ich würde sagen, wir fahren schon mal runter, oder? Die gehen jetzt die Treppe aus. Immer wenn wir rumgehen, finden wir irgendwelchen tollen Bänke, die wir ausprobieren können. Aus Paletten. So, servus hier, Leute. Wir sind jetzt wieder hier in the city, aber nicht Varazze diesmal, sondern Albizola oder so ähnlich. Wir gehen jetzt erstmal Obst kaufen. Wir sind jetzt ja auch hier beim Obstladen angekommen. Ja, das ist echt aussieht. Wir sind gleich fertig mit dem Einkaufen. Dann werden wir hoffentlich irgendwie Eis essen. Das ist ein Korb. Ja, wir sind jetzt hier im Korb und gucken, ob es hier Brot gibt. Gibt es hier Brot? Ansonsten gibt es hier halt auch noch Vollkorntoast hier. Wir haben halt keinen Toaster. Hätten wir einfach einen Toaster, dann wäre das alles überhaupt nicht so ein Problem. Ja, aber ansonsten gibt es hier eigentlich auch nichts jetzt. Jungs, das letzte Mozzarella. Vier. Passt. Let's go. Das mit dem Mozzarella war ja jetzt in allerletzter Sekunde, wie ihr gesehen habt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Auto, um danach Eis essen zu gehen. Hoffentlich hat der Eisladen dann auch noch offen. Ist nicht mehr der gleiche. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch fett Eis essen. Hier haben wir schon Kaki, einmal in sehr weich, was ich nicht so feier, ehrlich gesagt, aber hier auch noch schön zwei harte. Das ist meins, Kaki. Nicht, dass die Kaki jetzt mir gehört, sondern das ist mein, also ja, Chips sind schon da. Dann noch Kekse. Mozzarella! Man merkt, wie viel Sprudel hier drin ist im Gegensatz dazu. Ja, und das war's auch heute. So, das war's mit diesem Vlog von heute. Von der Tastigkeit her eher low-level. Nein, kleiner Joke beiseite. Nein, nicht kleiner Joke beiseite, das Bild. Joke beiseite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Joke beiseite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall mega Spaß dabei. Ich fand's mega witzig, vor allem den Remix mittendrin. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei allen bedanken, die bei unseren Videos mitwirken. Also eigentlich nur ich und mein Freund Corvin. Und damit ihr mal wisst, was für Arbeit dahinter steckt. Mein Freund führt die Kamera richtig gediegen, wie ihr momentan in dem Moment jetzt gerade seht. Er übernimmt auch das Schneiden, was natürlich viel Zeit und viele Nächte in Anspruch nimmt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten brisanten Video, wenn es wieder heißt. Patrick will's wissen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bra. Kameramann muss telefonieren. Was geschickt, ne? Ja, ja, also wir drehen hier gerade noch. Ja, ja. Tschüss. Der Akku ist fast alle.